Zufall. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns in diesem Haus einig, dass die Situation bei Einbrüchen in private Wohnungen so in Deutschland einen Grad erreicht hat, der nicht mehr akzeptabel ist. Und wir als CDU/CSU, aber auch in der Bundesregierung vereint mit der SPD, wollen dagegen etwas machen, und wir machen auch etwas. Und wenn ich die Debatte heute verfolgt habe, meine Damen und Herren der Linken, der Grünen, Sie machen eben gerade nichts. Sie machen einen Abwehrkampf, Sie ignorieren diese Situation, Sie tun nichts, Sie wollen sich auch nicht daran beteiligen, Sie diskutieren. Und das kann nicht sein, dass man Menschen in dieser Situation alleine lässt. Und das ist ein trauriges Bild, dass Sie sich überhaupt nicht an der Diskussion positiv beteiligen. Ich lege Ihnen das gleich nach. Wir machen einen Dreiklang. Als erstes Stärkung der Polizei vor Ort, aber auch mit den richtigen Instrumenten. Das ist wichtig. Der zweite Punkt ist Prävention. Prävention zu stärken, etwas zu tun, dass die Menschen ihre privaten Wohnungen sichern können. Und der dritte Punkt ist, wir verändern auch das Strafrecht, denn es muss ein klares Zeichen sein, wenn wir eine Vielzahl dieser Delikte haben, wenn sich die im Grunde Art der Ausführung dieser Taten verändert hat, dass man auch im Strafrecht die richtigen Werte einzieht, was die Höhe der Strafbarkeit betrifft, aber auch die Folgen, die der Kollege Lutschak, glaube ich, gerade sehr präzise aufgeführt hat. Kommen wir zum Ersten, Stärkung im Grunde der Möglichkeiten, die die Bürgerinnen und Bürger haben. Es ist richtig und gut, dass wir mehr Geld einstellen im Bereich der KfW, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen sichern können. Da ist noch viel möglich, und das werden wir gemeinsam machen. Und es wäre ja schön, wenn Sie selbst das unterstützen würden. Der zweite Punkt ist, wir möchten, dass Polizei entsprechend vor Ort präsent ist, aber auch, dass sie die nötigen Mittel hat. Und wenn, Herr Ströble, Sie das teilen, dann wundert mich, dass Sie in der Debatte zum Schutz von Vollstreckungsbeamten, dass Sie argumentiert haben, das braucht man gar nicht. Die Kollegin Michalitsch damals noch gesagt hat, die Diskussion ist überfällig. Wenn Polizeibeamte vor Ort angegriffen werden, dann wollen Sie diese nicht schützen. Ihre Argumentation ist verlogen an dieser Stelle und falsch. Und dann geht es um die Instrumente. Natürlich ist es richtig, dass, wenn wir in einer vernetzten Welt immer mehr Banden haben, die organisiert Wohnungen aufbrechen, dort einbrechen, die Güter verschieben, teilweise ins Ausland, dann müssen wir auch entsprechend schauen, wie läuft die Kommunikation. Deswegen ist es gut, dass der Justizminister neben der Vorratsdatenspeicherung, für die er sich eingesetzt hat, auch jetzt für die Erfassung und retrograde Recherche dieser Daten sich einsetzt. Und ich freue mich übrigens, dass beim Thema Quellen-TKÜ eine nächste Maßnahme auch hier ein Fortschritt erreicht werden konnte. Ich glaube, dass wir hier gute Schritte setzen zur Bekämpfung der Kriminalität bei modernen Kommunikationsmitteln. Das machen wir, und das machen wir auch mit Bürgerinnen und Bürger sich in ihren Wohnungen wieder sicher fühlen können. Und der dritte Bereich, im Strafrecht, da stellen wir fest, dass sich die Art und Weise der Deliktsausführung massiv verändert hat. Ich glaube, Sie gehen noch so von dem Bild des Ede aus, der mit seinem Rucksack irgendwo um die Wohnung schleicht und fast, irgendwie ehrenvoll probiert einzubrechen. Wenn Sie mal schauen, wie die Deliktsausführung ist, Herr Tempel, Sie müssten es doch wissen, dann wissen Sie, mit hoher Brutalität, mit hoher Gewalt wird in Wohnungen eingedrungen, selbst wenn die Bewohner nachts dort sind. Und wenn Sie denn aufwachen, dann wird massiv gegen Sie vorgegangen. Und wer sich in der Wohnung dann später nicht mehr wohlfühlt, das kann man wohl verstehen. Und wer da beim Strafmaß sagt, da müssen wir nichts ändern, wo sich die Ausführung der Delikte so verändert hat, der schützt Bürger nicht, der macht die Augen zu vor denjenigen, die durch diese Straftaten wirklich hart betroffen sind. Und Herr Tempel, Sie rufen gerade so vehement dazwischen. Ihr Fall mit dem Rentner, da können Sie ja gerne über alle Themen diskutieren, was die Leistungen für Pensionäre und Rentner betrifft, ist aber nicht Gegenstand der jetzigen Debatte. Aber dass Sie für den Rentner nichts tun wollen, wenn in seine Wohnung eingegriffen wird, das ist schändlich, dass Sie ihn alleine lassen und hier im Grunde nichts tun wollen. Und das schafft wirklich ein trauriges Bild in meinem Sinne. Wir tun etwas. Wir wollen, dass die Menschen geschützt werden in unserem Land, wenn in ihren privaten Wohnraum eingebrochen wird. Und deswegen auch dieser Dreiklang, der richtig ist. Erstens Polizei stärken, vor Ort mit Präsenz und den notwendigen Mitteln.
Zweitens Sicherung der eigenen Wohnung, dadurch Förderung, Fördermittel bereitstellen. Und drittens im Strafrecht den Strafrahmen erhöhen. Das ist ein Zeichen in die Gesellschaft, dass wir etwas tun und auch ein Zeichen für diejenigen, die Straftaten begehen. Wir lassen es ihnen nicht durchgehen. Wohnungseinbrüche sind für uns ein No-Go. Und deswegen tun wir etwas. Unterstützen Sie uns doch wenigstens ein bisschen dabei. Dankeschön.